Schönen guten Tag, moin moin und hallo herzlich. Du hast die Moderation gerade aufgezogen. Ich hab sie gerade aufgezogen, das war mehr so eine Ryo Hazuki Kata. Ja, ich mache ja vor jedem Teil ein bisschen Tai Chi, ja, dann ein bisschen Wing Chun und dann so hier. Ja, ne? Es geht so schnell, dass es für euch aussieht, als wäre es total ungeplant, aber in Wirklichkeit ist es fachmännisch akkurat. Akkurat. Und wer wären wir, wenn wir nicht akkurat wären bei allen Dingen des Lebens? Wir waren im Moment dabei auf der Suche nach dem Phoenix Mirror übergreifend, aber wir haben die Lunchbox gerade gesucht im vergangenen Teil. Genau, weil in der Lunchbox gegenüber ist der Pornshop, also der Pfandleiher, bei dem der Vater was hinterlegt hat, von dem wir ausgehen, dass es ein Schwert ist. Ich weiß es aber wirklich nicht, aber ich denke mal, es ist ein Schwert. Was soll denn sonst so ein Opa da irgendwie abgeben? Was ist es? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre die Lunchbox, ja? Funny Bear Burgers. Ich möchte einen Burgerladen machen. Nennen wir den Burgerladen zum lustigen Bären. Pack dir den Bär zwischen den Burger. Excuse me. Auch in dir steckt ein Bär. Aber dann würde ich es lieber Burgerbär nennen und nicht Funny Bear. Oder Berger. Berger Burger. So, jetzt bevor es wieder spät abends wird, Gregor, sollten wir den Pfandleiher suchen. Was ist denn die Lunchbox? Klingt wie ein Restaurant, aber ich wüsste nicht mehr welche. Es war aber in der Nähe vom Convenience Store. Komm, red mit Nozomi. Nozomi. Okay, Nozomi, die du weißt doch. Nozomi. Hallo Ryo, wann besteigst du mich wieder? Wo ist die Lunchbox? Ryo. Nozomi. Nozomi. Any progress? Yeah. I found something my father left for me. Your father? Yeah. See you later. Yeah. Oh, du Weichei. Wirklich, jedes Mal, wenn Nozomi spricht, auch so in der Stimme dieses, hey Ryo. Dieses so devote, unterwürfige. Als ob er ihr gerade tausendfach Schmerzen zufügt und sie sich devot fügt all dem. Es ist dieser Wunsch, dieser reiß mich wie ein Tier Wunsch, den sie, also den ich hier nicht jetzt aufdrücke, sondern den sie offensichtlich hat. Ja, also soll ich dir noch eine Zeichnung machen, denkst du wahrscheinlich. Da kann die Oma im Raum besser flirten als ihre Enkelin. Ja. Oder die. Nein. Also jetzt ein Pumpkin, warum? Warum nicht? Ja, Ines-san hat sich ein bisschen Kürbis bestellt. Ich doch nicht, ein Date? Nee, der geht zum Antique-Shop. Ah, das ist die Lunchbox wahrscheinlich. Warum sagt er einfach nicht direkt neben Nozomi? Ja, Nozomi hat noch keinen Laden. Ja, nur den Vorbau. Ja, die darf auch nie rein. Ich glaube, die ist... Die ist eine Kaste unter der Oma, weil die darf nicht in den Laden, die Nozomi. Das hier ist ein Sushi-Laden. Ja, weil die... Sie hat doch da hingeguckt, oder nicht? Ja, aber dann ist es vielleicht der nächste Laden direkt... Nee, auch da ist zu. Es muss doch. Das muss hier da in der Ecke sein. Auch nicht. Jetzt sind wir schon ein bisschen weit. Vielleicht hier rechts. Das ist auch nichts, gell? Wo hat die denn hingezeigt? Die hat doch, noch mal da ist die Kamera hat doch sich zum Sushi-Laden dahin bewegt, oder nicht? Oder ist das... Vielleicht... Ja... Hätte ich jetzt auch gesagt. Und warum kann eigentlich Nozomi mir nicht helfen? Und warum läufst du so weit weg? Weil ich hier auf die Karte mal gucken will. Na gut. Flowers. China, Russia. Antiques Bukando, da sehe ich unten eins. Siehst du das? Vielleicht ist es das? Ja, muss ja. Okay. Muss ja. Muss ja eigentlich. Funny Bear Burgers, ey. Ich gebe dir gleich Funny Bear. Von Funny. Ein Funny Bear, stimmt. Funny Bear. Hau den Bär in die Pfanne. Ho, ho, ho. Und dann so ein Bär, wie er so die Pfanne hält. Ho, ho, ho. Ja, und da ist ein Bär drin auch. Ja, natürlich. Und alle haben Angst, so die Urlauber, so die mit ihrem Wagen, die im Wald irgendwie zelten, haben Angst vor diesem Bären, aber der kocht nur. Keine Angst, der kocht uns nur. Die schreien da weg und dann er packt die dann auf den Tisch. Dann dorthin. Genau. Wo sind denn alle? Und er hat noch so eine Schürze und oh, die werden sich aber freuen. Und dann geht er wieder raus in den Wald. Ey, und Scheiß, wenn uns Werbeagenturen buchen würden, wir haben die allergeilsten Gedanken der Menschheit. Vielleicht ist der Bär aber auch verbrannt durch das Toilettenpapier als Werbefigur. Stimmt. You know Madame Butterfly, don't you? Frau Butterfliege. Your Hazuki Sensei's. Ja, weiter. Oh my. That was a terrible thing. Your father. Ah, I was holding something at Sensei's request.
Rausrücken. Ja, damit. Das ist meins. Oder soll ich es aus dir rausprügeln, du alter Opa? Oh, yes. It was very important. So I put it here. Dein Handy? Ich habe auch gerade gedacht, hä, Handy? Okay, geil. Damit hoch in Dojo. Ende Gelände. Ende Gelände, ja. He'd asked me to polish and look after it for him. For my father? My father? It's given to the Hazuki heirs once they turn 18. I gather this antique has been passed down from generation to generation. Wie er guckt. Da ist das Sword Hankard und es war, glaube ich, nur Father, die Stelle, wo es rein kann, im Dojo, die wir schon gefunden haben. You, please let me know. Das kann ich doch nicht annehmen. Ich kann doch nicht annehmen, dass das schon alles sein soll. Ja, genau. Was there anything else that he asked you to hold for him? Geld, Schmuck, anything Immobilien? Else? Ein Spiegel? Like a mirror, called the Phoenix Mirror. A Phoenix Mirror. Sorry, I don't keine Ahnung, wo dieser Spiegel sein könnte. Oh Moment, ich muss mich mal kurz mit meinem neuen Kamm kratzen. Oh, that's okay. Das ist der Spiegel. Danke, Noah. Ja, ich erkläre. Weil sonst ist es nicht mal mit der Erklärung witzig gewesen. Ja, aber deswegen gucken uns die Leute. Ja. Ja. Ich will da gleich noch mal reingehen, weil ich glaube, da waren Move-Schriftrollen zum Kaufen. Kaufen wir alle. Stimmt. Ja. Antique Moves. Falls wir denn genug Geld haben dafür. Wenn wir nicht alles ausgegeben haben für Cola-Dosen und Batterien. Ja, da... Move-Listen hier im Antiquitäten-Shop, weil wer kämpft heutzutage noch im Jahr 86? Ist aber so, oder? Nur die Halbstarken, und du siehst ja, die können es nicht. Eben. Da muss man sich, kaufen wir alle. Kaufen wir schön alle. Guck mal. Ja, ja. Armbreak 3000, aber ich glaube, wir haben nicht so viel Geld für kauf alle. Kauf wir kaufen die dicken. Hier den Rising Flash. Warum? Der ist doch nur 500. Ja, aber die brauchen wir auch. Na gut. Kaufen. Und den nächsten. I'll take this. Oh. Thank you very much. I bought that scroll from a dojo owner in Okayama. It depicts a move from a style that is no longer practiced. Du brauchst es uns nicht zu verkaufen, du hast es uns schon verkauft. Ey, wir können die alle kaufen. Wir kaufen die alle. Ja, ja. Okay. Und später lernen wir die alle. Damit wir einmal beim großen, mysteriösen, von uns nicht weiter erwähnten Endkampf einmal so richtig vom Leder ziehen können. Ja. 1000, 3000. Kauf sie alle, 5000. Kauf die dicksten, ja, kauf die 3000er. Mann, du bist aber auch ein schlechter Käufer. Na gut, dann lass dir den 1000er weg, aber ich kann. Maybe next time. Ich kann eben mit wir meinem haben 6,5, damit kriegen wir den 3er, den 2er und den 1er zum Beispiel. Wir haben einen 3er. Auf den 3er, Armbreak Fire. Komm. Da bricht der Arm in Feuer aus. Da bricht man den Arm und dann kommen so Feuer. Feuer, ja. Ja, ja. Genau. Hast du schon völlig richtig akkurat erkannt. Akkurat umgesetzte Moves finde ich auch ganz gut. Thank you very much. I heard that this move was left by a Jujutsu fighter. Jujutsu. But it was too difficult for anyone to master. It was too difficult. For anyone to master. Du kannst es haben für 30 Seit Euro. Generationen brechen sich Menschen an diesem Move die Knochen. So, noch mehr. Kaufen mehr. Mehr. Wir brauchen das Geld eh nie wieder, oder? Nee. Also. Also, ich weiß noch nicht, die Moves behält man ja, aber... Beim Geld wird es ja eh sekundär sein, wenn wir irgendwann mal... Also ich kann mich auch nichts erinnern, wo man wirklich jetzt Geld noch braucht. Doch, ich kann mich an etwas erinnern, ja. Nur ich weiß nicht, ob wir dann Geld verdienen müssen oder ob wir dann einfach... Oh, ich habe irgendwie jetzt Bedenken, das ganze Geld rauszupfeifen. Und dass wir nicht irgendwie dann 12 Tage dann extra Geld verdienen müssen hier. Du. Ich verdienen muss. Ach egal, ich mach das jetzt. Nein, alles. Du hast ja recht, aber dann haben wir zumindest den für 3 und 2 gekauft. Ja, genau, das ist wir doch haben schon ein bisschen Resttaschengeld, damit wir noch wenigstens die Busfahrt bezahlen können im Moment. Außerdem hier, der wurde Jahr über Jahre wurde der von Tempel zu Tempel weitergegeben, jetzt ist er bei dir. Ja, und arbeiten können wir ja immer. Ja, aber wollen wir. Jahre für Jahre wurde durch die Tempel weitergegeben, um für 20 Euro vertickt zu werden. Ja, genau, in einem Pfandleiher. An den, der es verdient hat. Und Rio guckt es auch so selbstzufrieden mit sich. Genau. Du musst ihn noch angucken und dann mastern wir die nämlich. Das ist der Shadow. Patsch. Und wenn ich jetzt B drücke? Nee, den habe ich schon gemastert. Den hast du schon gemastert? Okay. Rising Flash. It appears to be a hand move. Rising Flash. Hat man gleich Bock, den zu benutzen, oder? Kriegst du gleich so richtig, okay, in your face. Ein Wurf.
Tiger Storm. Also erstmal reinrammen und dann werfen. Okay. Ups. Arm Break Fire. Noch ein Wurf. Achso, der wird super. Okay, das ist der Wurf und dann noch quasi Knack. Noch mal Knack machen. Knack! Knick, okay, knack. So, das haben wir doch. Haben wir gut gemacht. Tokens haben wir 0. Das ist der Kalender, das sind unsere Kassetten. Collection. Was haben wir denn bisher? Sehr viele Kids, virtuelle Figuren und ein Binsbein. Ja. Ich wollte schon immer ein Binsbein haben. Oh, da steht, oh, da steht ja was. Sega China, oder? Ja. Ja. Ein Y-Knopf, Mini-Darts. Und der Superball, nicht vergessen. Ich bin ein Ball und ich bin super. Ist da was drin? Nein. Nein. Ja gut. Also wir haben das Sword Handguard. Fast alles ausgegeben jetzt. Ja, und wir wissen ja noch, wenn wir mal ein bisschen in Yen schwimmen, ja, dann nicht für die Wirtschaft ausgeben oder für die Erziehung der Kinder, sondern in Karate-Moves. Ja. Ich hole mir Karate-Moves, ja. Es ist aber auch, oh, da wird die Kamera gerichtet. Ach so, darf man gar nicht erwähnen. Darf man ja, Entschuldigung. Gar nicht erwähnen. Dass die Kamera geschmolzen ist. Ja, jetzt kannst du es ruhig machen. Ja, jetzt kannst du es auch machen. Ja, oh, sei denn, du schaltest jetzt auf die Scheppe-Kamera und richtest es dann. Ja, genau. Schalt erstmal mal auf die Kamera und dann bitte richten. Ich fände, das wäre wird den Leuten gefallen. Jetzt mag Sophia nicht mehr. Ich muss jetzt eh ins Dojo laufen. Bis da. Ja, komm. Ja, mach das doch. Das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Den Weg bist du aber noch nie gegangen. Doch, das ist der normale Weg runter. Ja, wirklich? Okay, ja, es sah gibt jetzt ja komisch aus. Es gibt ja noch die Rückseite hinten durch die Ah, da Gassen, bin ich immer lang gegangen, ja. Wir gehen ja selten, wenn wir in Dobuitama sind, wieder manuell rauf. Ah, hast du recht. Ich bin an Sakuragaoka Park. Da war der alte Opa. Sakuragaoka Park. Sakuragaoka Guacamele. Hallo, Mister. Tatsuya. Tatsuya. Ich hätte gerne eine von diesen kleinen Kühlchen. Ja, komm, gib ihm eine. Da kommt eine gute raus. Gib mir 100 Yen. Du sagst es immer, tut mir leid. Nee. Oh man, keine 100 Yen für mich. Wir haben nicht mal die Möglichkeit, ihm einzugeben, oder was? Haben wir komm, dann zieh aber direkt dann vor seinen Augen ein. Demonstrativ ihm mal meine Überlegenheit in monetären Dingen zeigen. Und so nehmen, gucken und wegwerfen. Und wegwerfen. Drauf spucken, dass es auch nicht benutzen kann. Im besten Fall. Oder mit seinem patentierten Kick sind noch so. Stimmt, der müsste eigentlich die Maschine treten, alles müsste so rausbloppen. Lalalala. Oh, wen haben wir da? Oh, das ist ein Ninja. Kage. Ja, Kage. Ja. Kage, das japanische Wort für Schatten. Passt ja. Maybe I should get another. Nein. Ist gleich komplett süchtig. Guck mal, selbst der dicke Jackie Chan guckt da ein bisschen bedenklich. Da. Ach so. Fetty Chan, ja. Ey, ja, ich will immer noch. Ich will T-Shirts mit all diesen komischen Pixelgesichtern. Ich glaube, die sind rechtlich auch unbedenklich, weil die so verpixelt sind, dass da nicht viel. Da gibt es keinen Ärger für. Unbedenklich. Oh, eine Katze. Oh, da wird die Kamera gefixt. Ach so, jetzt hast du ja nicht auf die Kamera geschaltet, gell? Oh. Egal, hier gibt's eine Katze. Ja, aber. Oh, oh! Guisan. Oh. Aber der ist ja nett. Der ist, ja ein guter. Ja, aber das weiß man ja noch nicht. Hat uns noch nicht verhauen. Aber gleich, ne? Er denkt, also, ja, im Auftrag von Landi. Und der ist auch so ein bisschen spacken, der Guisan. Du alter Sack. Oh Mann. Komm. All die neuen Moves möchte ich jetzt ausprobieren. Geht nichts, Quicktime. Nee, ist nicht Quicktime. Okay. Zum Glück wissen wir ja, dass du anerkannter Kampfsport-Experte bist in diesem Spiel. Ah! Du musst kontern. Ja, genau, das war richtig. So musst du ihn kriegen. Wir natürlich testet er uns nur, nehme ich an. Er will einfach nur wissen, ob wir wirklich gut genug sind, um überhaupt weiter mit seinem Diener, mit seinem Meister arbeiten zu können, reden zu dürfen. Komm. Zack. Oh, wie der auch hier den Spinneroonie macht. Reicht. Es reicht, ja. Ein bisschen Sparring. Guisan ist schon eine coole Sau. Then I'll fail as your bodyguard. A bodyguard?
Father told me to guard you. What? Calm down. If you don't live, it'll be a problem for us. What you mean? You still don't realize your role, do you? If Lan Di gets that mirror, no one can stop him. Lan Di? I see. I see. Hurry and find that mirror. Bin doch auf dem Weg! Before they suspect anything. Hätte ah, oh, oh, oh! Ah! Der Krabbel, Hannes, der ist ganz schlimm. Landisama, the Phoenix Mirror? Gollum! Gollum! Stimmt, und das bevor es Gollum als Filmfigur gegeben hat. Das ist wahr, ja. Aber der kann auch noch Karate. Wenn Gollum Karate könnte. Wenn Gollum Karate könnte, Alter. Ja? Ich sag dir. Und er ist wirklich ein ganz fieser, kleiner Bastard, ey. Fist of Gollums. Ja. Fist of Gollum. Auch hier der Sinn ganz dahinter, dass uns Guizan angegriffen hat, um uns nur zu sagen, dass er unser Bodyguard ist und wir keinen Schaden erlangen dürfen. Ist bestimmt irgendeine japanische Ehrengeschichte. Ja, Ehrenkodex. Und er hält uns auf dem Weg zum Mirror, um uns zu sagen, ey, hol den endlich mal. Hol dir den Mirror. Und genug Gelegenheit, damit uns hier Choi, das so heißt... Ohne das Gespräch hätte das Gespräch der andere gar nichts mitbekommen. Es wäre alles so weniger problematisch geworden. Wir wären da lang gelaufen, hätten die Katze gestreichelt, der Typ hätte uns weiter verfolgt, nichts wäre passiert. Jetzt, wo du es gesagt hast, ich habe die auch sehr vernachlässigt, die Katze. Und er disst uns auch noch, indem er uns quasi sagt, wenn wir weiterkämpfen, dann versage ich als dein Bodyguard, weil ich dich nämlich fertig mache dann. Und das wollen wir ja nicht. Im Grunde hat er das ja gesagt. Er hat dir nicht gesagt, Hilfe, du machst mich kaputt, sondern er hat einfach nur gesagt, komm, lass es gut sein. Egal, die Katze. Die Katze. Anderes Thema. Oh! Ohne Kiste, Katze ohne Kiste. Hey, you. You and I have a lot in common. Our parents died on the same day. Killed by the same man. Subtext. Ryo. Oh. Nozomi. Auch Subtext, er hat gerade die Katze gestreichelt. What were you talking about? Ich mache jetzt auch keine Pussywitze, aber es sind halt, nothing. Sie liegen auf der Zunge. You always say nothing. You never tell me anything anymore. Oh. It's not like that. It's just... I understand. But you need to talk to me, okay? So ein Beziehungskrüppel. Okay. Sag was. Take care of yourself. See ya. Es ist so frustrierend. Sie ist extra hochgekommen, um dir das zu sagen, und du kriegst kein Wort raus. Dann... Stehe ich mal ein bisschen weiter. Okay, zurück zur Katze. Vielleicht, wenn ich einfach starr hier stehen bleibe und die Gegend gucke, wird es aufhören. Gib einen Move, um sich selbst eine zu geben. Das fände ich sinnvoll. Oh, Ein Vollidiot. Hast du noch was zu essen? Hey, see you soon. Ich guck mal. Doch, du hast noch was. Hab ich noch was? Ja, du hast noch was. Aber die nimmt natürlich nicht alles, die Katze. Doch, wir haben ihr noch was gegeben. Potato und davon Chips? Nicht noch was übrig? Nee, nicht die Chips. Nein, das benutzt du, glaube ich, und ist dann weg. Schokolade nehmen sie auch nicht. Ich schwören können, da war noch was. Batterien. Na gut. Ja, ah, doch, wir haben noch Squidlex, okay. Super. Here, eat it. It's tasty. You're so cute. You can eat it all. I'll bring more again. Der redet mehr mit der Katze als mit seiner Freundin. Naja. Komm, ich bin gespannt, ich will jetzt wissen, was ist wohl hinter dem, hinter der Geheimwand des Dojos? Ist es der Phoenix Mirror? Ist es vielleicht ein kleines Päckchen Erdnüsse? Oder wir werden es erfahren, oder? Zwei Augen. Oder zwei Nieren. Vielleicht ist da eine Niere. Brauchen wir dringend eine Niere. Vielleicht. Ich hätte jetzt an eine Zeitung gedacht, so mit Schlagzeilen. Reporter von zweiköpfigen Eichhörnchen erschlagen. Ja, das müssen wir irgendwann auch nochmal spielen. Irgendwann muss Zack McCracken auch nochmal durchgespielt Zack werden. Das könnte ich eigentlich... Da freue ich mich jetzt schon drauf. Da passiert aber was. Luxa. Yes? Yes? This was at the antique shop for me. Ein Gameboy? Nee, let's see. It's a sword handguard. Yeah. It was my father's. It's a part of my inheritance. I see. Jetzt sagt das auch. Have you seen this before? Like this design? It might be a family crest.
Have you asked Ine-san? No, not yet. Well, you should ask her. You're right. I think she's in the altar room. Thanks. Ja, gut. Wir müssen wohl, damit wir die Cutscene dann auch einmal dort mitnehmen können. Er lädt uns sogar schon mal das Haus vor. Ah, das ist doch gut. Irgendwann haben sie sich bei der Entwicklung gedacht, lass uns sowas einfach überspringen, wenn nötig. So. Sie ist im Altarraum, der ist hier. Das ist so die Küche. Achso, du meinst, ja, weiter hinten. Also die nächste Tür, wo wir rein können. Moshi Moshi. This was at the antique shop. Pack einen großen Dildo auf den Tisch. A sword hand guard. Gregor. Vielleicht. Ine-san, do you know anything about this? The snow ring, the two stars, and a sword. That's the Hazuki family crest. And that mirror you're looking for, I wonder if there's a connection. Maybe your father left us a clue. Snow ring, two stars, one sword. Thanks. Also das, was wir uns auch gedacht haben, das bestimmt hat das was mit uns zu tun. Gott, bei Zack McCracken muss ich jetzt nachdenken. Eigentlich könnte ich das wahrscheinlich gleich direkt durchspielen, weil ich kenne die Rätsel noch. Nur vergiss nicht, dass da... Ja. Das, was du gerade sagen willst. Du kannst es gerne aussprechen. Die Labyrinthe. Die Labyrinthe. Oh, wie ich sie gehasst habe. Labyrinthe, unglaublich, gell? Labyrinthe sind das Schlimmste, was du tun kannst in dem Spiel. Ey, und wenn du nicht weiter weißt, wie du das Spiel weiter strecken wie kannst. Wie das immer war. Du bist in einem Raum mit 8 Türen, dann musst du durch eine Tür gehen von den 8 und dann kommst du in einen Raum mit 7 Türen. Und wenn das die falsche war, dann bist du wieder in einen Raum mit den 8 Türen gegangen und dann hast du die alle nacheinander und dann von 7 zu 6 zu 5 und so weiter und so weiter, ey. Diese ganz vor allem, dass es dort auch dann Plätze nochmal extra gab, wo man sterben kann. In der Sphinx, in der Wüste, wenn du in den falschen Raum gegangen bist, dann wurdest du gerissen. Ja, von dem Sphinx-Monster oder sowas. Ich kann mich erinnern, irgendwas gab's, ja. Aber ein geiles Spiel trotzdem. Es ist ein tolles Spiel. Mir gefällt mir fast lieber als Maniac Mansion. Ja. Also Day of the Tentacle, Zack McCracken danach und dann Maniac Mansion. Also schwierig. Meine persönliche... Ja, fast schon schwierig. Aber wenn ich von der Spieldauer dann ausgehe, dann habe ich Zack McCracken am meisten gespielt. Ich auch. Aber Day of the Tentacle ist einfach zu geil. Day of the Tentacle ist lieben, das allgemein beste Game ever. Haben wir nicht umsonst. Das haben wir ja schon oft genug gesagt. Immer noch perfekt. Why is that here? Das wird sich zum Glück auch nie ändern. Es bleibt einfach bis in alle Tage das beste Spiel, weil es einfach perfekt ist. Ja. Mein letzter Speedrun von dem hat knapp 70 bis 80 Minuten gedauert, aber da habe ich parallel erklärt und gezeigt. Der Rekord liegt bei 21 Minuten. Ja, kann ich mir vorstellen. Geht schnell, wenn man weiß wie. Okay, Adventure. Ich habe dieses runde Ding und ein rundes Loch. Flip. Stromschlag. Okay. Und? Es fällt runter jetzt. Ach du Scheiße, das war's noch gar nicht, gell? Wir müssen rechts auch noch was machen. Warte. Nee, ich glaube, wir müssen rechts auch noch was. Oder ist da was aufgegangen? Nee, wir müssen... Fällt das nicht? Aber hätte man da nicht was gehört? I can't reach it. Warte mal. Was liegt da unten? Ach nee, das ist die Schriftrolle. Okay, Moment, da war doch noch was. Man musste ja auch das Schwert... Ja, da rechts ist noch eine Öffnung für ein Schwert, aber wir haben ja gar keins. Jetzt bin ich ein bisschen... Wo war denn das Schwert nochmal? Okay, nachdenken. Da gibt's doch noch eine Schriftrolle, ne? Ja, hängen die mal ab. Vielleicht wird uns was gesagt. What's this slot for? Na gut. Okay, Schwert. Wer hätte gedacht, dass wir hier jetzt hängen? An einer Stelle, wo wir absolut sicher waren. Da, okay. Nee, ich weiß, glaube ich, was es ist. Ja? Diese Fußstütze hier. Die müssen wir irgendwie nehmen oder schieben. Wirklich? Ja. Krass. Weil... da kann ich mich nicht mal dran erinnern. Genau, damit wir dieses Schild nämlich abhängen können. Dahinter ist das Schwert. Da müsste das Schwert hinter sein. What's this? Oder eine Schriftrolle zumindest. Irgendwas Wichtiges, ja. Mysterious Scroll. Here? Okay. Okay, und irgendwie kriegen wir dann das Schwert, nehme ich an. Ja.
Ich weiß so ungefähr, wie die, was für Ereignisse dort dann sind, nur die Abfolge ist immer ein bisschen schwierig. Was hat man zuerst gemacht, dass man das, zu dem Punkt hingekommen ist? Ich hätte es jetzt nicht mehr gewusst. Also never ever hätte ich das rausgekriegt. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals rausgekriegt habe. Aber es kann vielleicht auch sein, dass es unabhängig ist. Jetzt, ja, gucken wir mal in dieses Scroll rein. It's in Chinese. Oh nein! Jetzt müssen wir wieder mit einem Chinesen reden. Zu Guizhang. Wo ist der Budi, wenn man ihn braucht? Dann würde ich sagen, wir rufen Master Chen mal an, weil der übersetzt uns jetzt ja alle Sachen. Ja, lass machen. Wird schon wieder dunkel, ey. Das geht schnell. Schon wieder 6 Uhr. Kann sich Innocent einmal freuen, dass wir früh zu Hause sind. Ja, wollen wir erst schlafen gehen und morgen dann? Nee, ich würde fast schon... Jetzt? Ja, wir waren... Willst du quasi jetzt dann die Haustür verlassen und dann dich beamen? Ah, okay. Ja, also wir rufen erstmal an bei Master Chen. Du bist ja hier Hightech heute. Anrufen. Wir haben noch nie von unserem Haus aus angerufen. Haben wir noch nicht bisher, ne? Ja, wir leben ja auch im 21. Jahrhundert. Ja, es ist die Neuzeit, Baby. Okay, mit Wählscheiben. Wo können wir das Shortcut auswählen für Master Chen? Können wir natürlich nicht, oder? Kann ich die letzte Nummer? Gibt es hier nicht so eine Wahlwiederholung? Ja, aber soll der dir das jetzt durchs Telefon übersetzen? Das wird doch nichts. Nein, wir können ihn aber... Wir können ihm ja sagen, wir brauchen einen Termin. Und dann zeigen wir ihm dieses Scroll. Und dann übersetzt er uns dann, was da draufsteht. Aber dann lass doch einfach zu der einen netten Chinesin gehen, unten im Dorf, oder? Das geht doch schneller. Das können wir auch mal probieren. Ich weiß nicht, ob sie noch Sachen für uns übersetzt. Ich ruf pro forma einfach mal an. Okay. Ja, weil schaden kann es nicht. Gott. Oh. 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 Jetzt wird's aber... Weil die Nummern stehen... Okay. Man stehen vorne. Das Nozomi können wir auch mal. Master Chen. 615647. 615647. 6156. Nee, ich hab's nicht mehr. Ich weiß nicht 6, mehr. 615647. 615647. Ganze Nacht. Die ganze Nacht. 6, 1, vollbring 5, 6, mit deinen 7. Trieben. Ja, genau. Die 77. 1108. 1108. Die 77. 1108. Hello. Father's Heaven. Nine Dragons. Nine Dragons. Ja, wenn er einem jetzt wieder nur Warehouse Number 8 sagt, genau, war das wirklich der nutzloseste Anruf. Ja, aber er sagt, I want Master Chen, please. Master Chen, please. Excuse me, but you are. My name is Hazuki. Just a moment. What is it? Yeah. Die Hand ist sehr groß gerade momentan, oder? No, not yet. Die sind separat vom Körper. Ja, yeah, Signs of Sleep mäßig. I understand. Die ist größer als der Kopf, oder? Hier, bitte melde dich erst wieder, wenn du den scheiß blöden Spiegel besorgt hast. Du musst, Da muss ich wohl hier mal... Aber, wir wollen doch nur... Du musst zu der Tussi. Ja, ich will mal kurz gucken, ob die mir hier irgendwie einen wichtigen Hinweis geben. Real son, about that family heirloom from Hazuki-sensei. The sword handguard? I've seen the family crest on it before. Where? Ja, danke. Yeah, on that wooden box in the dojo. Is there anything in the box? Don't you know, Rios? No. I think there must be something. Is there? Okay, da ist eine hölzerne Box. Die haben wir gar nicht gesehen, ne? Dafür mache ich... Mach immer das Licht aus, ich mache immer das Licht aus dafür. So. So, Schlafenszeit. Und jetzt lass das Licht auch aus, ja? Lass es auch aus. Ich komme das kontrollieren, alle 15 Minuten. Ja. Da gibt's aber echt Rabatz, wenn das wieder an ist. Wenn er schon unter unserem Dach wohnt, dann ist auch Zapfenstreich um 7:15. Ich brauche den Strom, um mit meinem Master System zu spielen und den Kassettenrekorder dabei laufen zu lassen. Hier, ich glaube, dass wir trotzdem noch erstmal die Scroll übersetzen müssen. Wenn wir schon in der Nähe sind, gucke ich einmal nochmal nach, ob ich diese Boden... Ja, aber ist es nicht die Box, die einfach aufgeht und da ist dann was drin? Ist das nicht so? Ja, aber wir müssen diese Box ja erstmal irgendwo sehen. Was ist eigentlich mit dem Baum? Warum haben wir die Cutscene am Baum noch nie ausgelöst? Ach so, die hier meinst du? Die wollten wir ja schon öfter mal auslösen, sie ist aber nie wirklich... Ich muss hoch an den Baum gucken. Nee, vielleicht gibt es auch nur einen tagsüber. Vielleicht nur, ja, einen bestimmten Bereich. Okay, gut. Aber es bimmelt auch schon ziemlich hier. Jetzt lass doch zumindest kurz nochmal mit der Wooden Box gucken und dann sind wir mit dem Teil am Ende. Und im nächsten Teil werden wir dann... bei einem Chinesen unseres Vertrauens die Schriftrolle übersetzen lassen. Ja, die Kiste hier, meinte.
Ist, ah, das ist wirklich die, ja. Das ist sogar jetzt sehr deutlich, gell? Das ist so ein Symbol ziemlich deutlich, ja. Okay. Ah. Okay. Jetzt geht das Licht an. Na gut. Ach, guck mal, wie schön das hier schön, ist. Schön, gell? Ja, das ist einfach idyllisch. Ah. Da möchte man mal einen Sommer, so 88 oder so. Warum gibt es keinen Shenmue-Park, wo einfach alles so aussieht wie da und man da verbringen kann Zeit? Ich hätte es Sega... Ist da vielleicht ein Schwert drin? Guck mal, das sieht aus wie eine Box für ein Schwert. Es ist ein Schwert drin. It seems to be locked. Tritt's kaputt mit deinem patentierten Kick. Ach. Sumiya-san may know something. Na gut. Sumiya-san? Wer ist Sumiya? Ist das... Wir werden es rausfinden im nächsten Teil von Let's Play mit Shenmue.